Ah, Mensch, meine Leute, meine lieben Tesla-Freunde. So sieht's, ist ein bisschen chaotisch heute hier. Ich versuche uns scharf zu stellen, dass man nicht alles sieht hinten dran. So sah mein Leben aus, als ich das letzte Video mit Gabor geschnitten habe. Warte mal, ich zeige euch mal das hier. Ja, das hier, das ist ein scheiße Zeichen, wenn man einen Laptop hat. Er findet seine Festplatte nicht mehr. Oh, ich bin komplett hell heute Morgen. Vielleicht soll ich da mal ein bisschen den Shutter Speed runterregeln, so dass ich meine offene Blende behalten kann. So, oder? Gut. Ja, mein Notebook, meine Speicherkarte ist gecrashed. Ich wollte noch helfen. Ich wollte meine. Ich guck mal hier. Ich tue mal das hier weg. So. Eis, hier habe ich noch so, so Eisblöcke und so. Ich habe versucht. Ich hab hier noch versucht zu kühlen. Die Kiste. Aber. Kaputt. Kaputt. Hab den Gabo angerufen, voller Panik. Und jetzt soll ich erstmal diese Eisblöcke wieder weg. Ja, und der Gabo hat mir empfohlen, Folgendes empfohlen. Also erstmal sagt, es kann sein, dass die SSD kaputt geht bei hohen Temperaturen. Okay. War offensichtlich. Ich habe geschnitten, bei draußen war 35 Grad, hier drin auch. Hab den zweiten Bildschirm angehabt hier. Das kostet sehr viel Rechenkapazität beim iMac hier. Beim MacBook Pro. Und das Ding wurde immer heißer, immer heißer. Ich habe gekühlt, wie eben gezeigt, und auf einmal, buff, nichts mehr ging. Gar nichts mehr. Gabo angerufen, sagt Gabo, was ist los? Sagt er, ja, SSD, im Sommer gehen die dauernd kaputt, ist ganz normal. Ja, was tun? Kauf dir doch so ein iMac, also die großen, ne? Der kannst du immer schön schneiden und der kühlt auch gut und der Laptop taugt nichts für sowas. Ja, aber dieser Laptop hat immer schön geschnitten, aber gut, jetzt bei Hitze Grätsche gemacht, okay. Ich kriege keinen iMac so schnell. Doch, es gab ein Modell, dieses 27er Zoll iMac, der war innerhalb von 3 bis 3 Arbeitstagen lieferbar. So einen habe ich mir konfiguriert, der ist noch nicht da. Ich hoffe, der kommt jetzt heute, morgen, übermorgen. Aber in der Zwischenzeit habe ich mir geholfen mit einem neuen kleinen Notebook. Das hier, das ist also das hier ist das große, ne, das was ich hatte. Das ist das was kaputt gegangen ist. Das ist das kaputte, wenn man in der gleichen Abstand von der Kamera hat. Da seht ihr, ist ein bisschen kleiner, das da, das neue. Das kommt jetzt hier weg. Das werde ich reparieren übrigens. Da kommt eine neue Speicherkarte, SSD rein. Und dann werde ich den entweder als Backup-Notebook behalten oder verkaufen an jemanden, der so etwas gut brauchen kann. Weil der Rechner ist genial. Also super schnell alles, ja. Bloß, ja, ich schneide jetzt mittlerweile auf externen Festplatten. Das ist diese hier, Gott sei Dank. Das ist gleich dazu mehr. Was für Daten habe ich noch und welche habe ich nicht? Diese hier, ne? Da ist eigentlich im Grunde immer alles drauf. Ja, okay, aber ich habe dann dieses kleine hier besorgt und man konnte das am nächsten Tag bekommen, aber nur wenn man es in der Standardausführung nimmt. Also keine irgendwelche Extras drin. Und da hat dieses, ich glaube 13 Zoll sind es, dieses kleine hier mit der 500 Gigabyte SSD. Habe jetzt gelernt, ich kaufe keine teuren SSDs mehr in Notebooks, ja, mache ich nicht mehr. Hat genau gepasst. Und ich habe jetzt schon meine ersten Videos drauf geschnitten. Also die Videos, die ich mit Gabor gemacht habe zum Beispiel. Auch mein Roadtrip-Video habe ich drauf geschnitten. Also wunderbar. Bin ich ganz begeistert von dem kleinen Teil. Schnuckelig und kann man überall mitnehmen. Naja, sieht das nicht schick aus? Ja. Wenn ich jetzt hier kurz mal mich anmelde. Genau, 13 Zoll und 15 Zoll. Ja, diese Auswahl habe ich dann gemacht. Die 13 Zoll. Bin dann hier runter auf das da gegangen und habe dann das genommen, wie es da ist. Und da ist immer ein Liefertag, ein Tag nur. Und das ist das jetzt. Hervorragend. Ich bin wieder on. Ich bin wieder am Schneiden. So, jetzt kommt, was ist jetzt danach? Was habe ich verloren? Ich habe natürlich was verloren. Und zwar, ich habe die Sachen verloren, die hier drauf waren, die ich letzte Woche geschnitten habe, wo ich keine nicht auf die Speicherkarte gespeichert habe. Und ja, das letzte Backup war. Bisschen weiter da vorne. Das letzte Backup habe ich auf den neuen gezogen, aber da fehlte das, was ich letztens gemacht habe. Kurze Rede, langer Sinn oder ungefähr so ähnlich. Es fehlt mir mein 6-Stunden-Video, was ich gemacht habe. Feedback, Kommentare kommentieren. Wobei ich ja, weil ich ja jetzt gezögert habe, das online zu stellen, mir innerlich sage, okay, es hat so sein müssen, weil ich fand es auch nicht besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mache mal ein neues Video dazu und das mache ich besser. Ich habe jetzt 6 Stunden Erfahrung. Und wenn ich Zeit habe, kommt das. Ist nicht ganz so dringend wichtig. War für mich nur ein Statement zu sagen, okay,
es ist wichtig, was wir ihr und was ihr zu sagen habt in dieser freien Medienwelt. So. Das war das, das ist weg und es ist noch ein kleines Video weg und zwar war das ein Mitschnitt von meinem Vortrag auf dem E4 Festival in Hockenheim, den ich eigentlich auch nicht bringen wollte, weil das war nur sehr kurz und ich war ein bisschen immer, ich war aus der Kamera gelaufen und mein Co-Redner von Next Move, der Stefan Möller, ist auch aus der, war ganz aus der Kamera, also ja, war eh nichts Gutes. Der Rest habe ich noch. Ich muss jetzt ein bisschen warten, weil wenn ich komplexe Videos schneiden möchte, das geht natürlich mit dem nicht. Also komplexe Videos heißt für mich zwei oder drei Kameras auf 4K nebeneinander laufen lassen am Bildschirm und dann durchschneiden. Das wird er nicht können, das wird dann der neue können. Muss ich warten, bis der kommt. Das ist vor allem das Video in China, wo wir den Weltmeister fahren mit mehreren Kameraperspektiven und vielen Interviews vorne hinten dran. Sehr interessantes Thema, aber auch der Weltmeister wird eh nicht verkauft in Europa. Denke ich, ja, das, also so dringend ist es nicht, ihr könnt den auch nicht bestellen. Kommt, wird ein schönes Video, ich freue mich schon drauf. Und wir haben noch einen Vlog-Style gemacht in China. Und der ist auch drauf, aber der ist hier, ist auf dieser Festplatte hier drauf. Das ganze Footage, außerdem hat der Gabor nochmal eine Kopie von der Footage, also da ist nichts verloren. Da will ich auch noch ein bisschen rumschneiden, das gefällt mir, weil da haben wir viel in China aufgenommen und da kommt auch noch was. Ihr fragt immer wieder, wann kommen denn diese ganzen Videos? Ja. Jetzt war erstmal das Top 5 draußen vom Juni. Juli gibt es leider keins. Wir haben noch ein Model 3 Video gedreht, der Gabor und ich. Das kommt jetzt als nächstes, diese Woche noch, Ende dieser Woche. Danach kommt mein letzter Roadtrip mit meinem Model S. Das ist verkauft. Dazu gibt es dann auch ein Video danach. Und ja, so hängel ich mich jetzt da durch und habe jetzt natürlich ein bisschen Backlog mit dem Schneiden. Habt Geduld mit mir. Natürlich die Aktienvideos, also ihr schreibt mir mittlerweile, schreibt ihr mir ja in den Kommentaren auch überall und private Mails und das interessiert euch wirklich sehr. Ich habe in meinem Roadtrip-Video, habe ich ein bisschen erzählt über meine Investments und es ist nicht eilig, Leute, es ist so, für mich geht es so ein bisschen um das große Ganze und wenn ihr euch einfach jetzt selber mit beschäftigt, mal ein bisschen mit Gold und Silber, was jetzt gerade, heute ist Montag, der 1. Juli, was jetzt gerade heute gefallen ist, was natürlich logisch ist, weil Trump und so haben sich ein bisschen geeinigt jetzt auf dieser Konferenz, G30. Jetzt gibt es Kaufgelegenheiten in diesem Bereich, aber dann ist es abhängig, wie alt du bist, was du machen willst, ist es für dich ein Wertspeicher oder was ist es überhaupt, ist es eine Spekulation? Wenn es ein Wertspeicher ist, kaufst du Gold- und Silbermünzen, klar, und dann kaufen und vergessen, weil die Inflation wird irgendwann anspringen und ich glaube, dann werden diese Leute froh sein, dass man ein bisschen Geld gespeichert hat in einem anderen Format als das Papiergeld, was wir haben. Spekulativ, klar, Aktien, ja, logisch im Bereich, in dem Bereich. Wie gesagt, ich habe dort vor allem die Aktie von Gold Money, also könnt ihr mal euch mal auch angucken, was die machen und warum sie das machen. Erstmal so selber informieren, nicht gleich irgendwas nachinvestieren, was ich mache oder so. Das ist sowieso nur mein persönliches Ding. Ich sage euch, was ich tue. Heißt noch lange nicht, dass es gut ist und vor allem heißt noch lange nicht, dass ihr damit auch einen Gewinn macht, ne, wenn das spekulativ ist. Schaut mal Gold Money. Also Gold und Money, zusammengeschrieben.com, das ist eine kanadische Firma. Kann man Gold und Silber kaufen, Platin und kann das über der Welt verteilen, in sich selbst packen. Kostet natürlich ein bisschen was, die Verwahrungskosten. Das ist der Nachteil von diesen Sachen. Aber generell bei Gold und Silber muss man auch Verwahrungskosten bezahlen. Man hat aber dann eine Kreditkarte. Vielleicht kann ich euch das sogar zeigen. Ablage ist für mich das Schrecklichste, was es gibt. Also, habt ihr vielleicht gerade gesehen. Also, ich finde es gerade nicht. Es ist eine Mastercard. Mastercard, ja, Gold Money steht drauf. Man kann dann von seinen Beständen weltweit, die verteilt sind, ich habe in der Schweiz, Singapur, Kanada, könnt ihr dann Gold verkaufen und dann das als Geld auf die Karte buchen und dann abheben und benutzen. Tolle Sache, finde ich. Aktien habe ich natürlich auch gekauft, immer. Ah ja, genau, nochmal, auch nochmal ein kleiner Tipp bei Aktien. Immer sich mit den Firmen beschäftigen, deren Produkte man selber benutzt. Ja? Bei mir ist es natürlich Apple, ich habe jetzt aber keine Apple-Aktien. Tesla natürlich. Ne? Jetzt bei Gold, wenn wir es heute das Thema wissen, Gold und Silber ist natürlich dann, wenn ich diese Karte benutze, auch dann die Firma dahinter, schaue ich mir dann genauestens an, ich schaue mal die Bilanzen an, ich schaue mal also genau, auch was die Ziele sind, was, wie der Cashflow aussieht, das ganze Ding schaue ich mir an. Dann erst kaufe ich die Aktie. Gut, ich meine das so als Tipp, so nebenbei. Dann, es kommen mehr Aktienvideos oder Investmentvideos auf diesem Kanal.
Wie gesagt, ich werde das verantwortlich machen und das sind dann keine Sachen, die man timen muss oder so. Da gibt es andere Kanäle. Es geht mir eher mal so um das große Ganze. Ne? Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Cool. Ja. Mein Tesla ist weg. Der neue kommt. Ich kann mein Model S nicht mehr ändern, die Konfiguration. Ist ein gutes Zeichen. Ich habe aber immer noch eine Reservierungsnummer, keine VIN-Nummer. Wobei die VIN-Nummern werden mittlerweile auf dem Schiff irgendwie vergeben. Oder schon, wenn die ankommen, ganz komisch. Einen meiner Follower, der auch über meinen Link gekauft hat, hat sein Model 3 innerhalb von 3 Wochen bekommen. Also Wahnsinn. Gut, ja, übrigens mein Referral-Link könnt ihr wieder benutzen. Ihr könnt draufdrücken und dann kommt ihr auf eine Bestellseite. Nur so könnt ihr die 1500 Kilometer Supercharger Guthaben nutzen und ich auch. Ich bekomme das dann auch. Ich versuche jetzt mein Model S runterzuschmeißen von meinem Account. Das ist jetzt hier noch gemacht mit einem vom Formblatt von Tesla. Dass der Käufer das bekommt auf seinen Account. Bei mir geht er runter. Dann bei mir ist ja nur noch das Model S drauf und der Roadster. Weil der Roadster und beide muss man Supercharger bezahlen. Dann wird mein Account umgestellt und ich bekomme auch diese Meilen. Bis jetzt habe ich immer nur so, waren das Lose bekommen, um irgendwie einen Roadster oder ein Model Y zu gewinnen. Bis jetzt habe ich noch nichts gewonnen. Ich habe noch nie was gewonnen. Deshalb bin ich eigentlich dankbar, dass es eher so über die Kilometer geht. Gut, das war's. Ein Update von heute. Das war ein schreckliches Erlebnis hier. Panik, Hitze, Computer gecrashed. Das ist übrigens ein sehr teures Teil hier. Deshalb will ich da jetzt eine günstigere SSD reinmachen und weiterverwenden oder verkaufen. Aber ich habe dann 2 große Bildschirme hier von dem iMac. Ich habe ja noch den 2. Bildschirm und dann kann ich wunderbar schneiden. Und ja, ich freue mich drauf und da geht es noch schneller. Macht's mal gut, war schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ah ja, vergessen nicht zu Daumen hoch und Daumen runter natürlich und zu abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Bis die Tage, ciao, ciao.